An Weihnachten nimmt man sich Zeit, zum Beispiel für richtig gute Rollenspiele. Wir haben uns durch die Winterneuerscheinungen gewühlt und präsentieren euch die Spiele, die dieses Jahr unter den Weihnachtsbaum gehören. Gerade frisch erschienen ist das taktische Rollenspiel Die Zwerge. Das wurde ursprünglich auf Kickstarter finanziert und basiert auf einer der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Buchserien. Autor Markus Heitz hat dem kurz geratenen Kriegervolk 5 Bände gewidmet, die massenweise Preise abgeräumt haben. Die Allbäh, die Feinde der Zwerge, haben ebenfalls eine eigene Serie bekommen. Gegen die geht es auch im Spiel. Allerdings sind die zu Beginn erstmal eine dunkle Bedrohung im Hintergrund. Wir folgen nämlich dem Zwerg Tungdil, der unter Menschen aufgewachsen ist und nur das über seine Artgenossen weiß, was er aus den Büchern kennt. Dadurch lernen wir die Welt mit Tungdil gemeinsam kennen und müssen uns erst einmal zurechtfinden. Und uns anständig verhalten. Wie es sich für ein echtes Rollenspiel gehört, haben unsere Handlungen nämlich Auswirkungen auf die Story. Obwohl die Gefechte bei die Zwerge in Echtzeit ablaufen, haben wir trotzdem jederzeit die Möglichkeit, das Geschehen anzuhalten und mit der Kamera jeden einzelnen Winkel zu beleuchten. So kann jeder entscheiden, wie er seine Schlachten schlagen will. Epische Schlachten gibt es auch in Final Fantasy XV. Traditionsgemäß bietet das Japan-Rollenspiel nämlich riesige Bosse. Und mit riesig meinen wir echt riesig. Im Kampf gegen diesen freundlichen Herren sind wir zum Beispiel gerade mal so groß wie sein Fingernagel. Glücklicherweise haben wir Magie, Gruppenangriffe und legendäre Waffen, mit denen auch ein sich haushoch über uns auftürmender Riese irgendwann kein Problem mehr ist. Neben all dem Trubel lässt sich fast vergessen, dass Hauptfigur Noctis eigentlich gerade versucht, seinen Thron zurückzuerobern. Obwohl sowohl Story als auch Charakterdesign ganz in der Tradition der vorherigen Spiele steht, hat sich Entwickler Square bemüht, auch Neulingen den Einstieg zu erleichtern. Deswegen ist zum Beispiel das Kampfsystem actionbasiert und das Setting erinnert gerade am Anfang eher an das ländliche Amerika. Final Fantasy hat sowohl genug Tradition als auch Neuerungen, um für alle interessant zu sein. Und natürlich dürfen wir das wichtigste Argument für den Kauf nicht vergessen. Chocobos. So wundervolle Flauschgefährten gibt es in Deus Ex Mankind Divided nicht. Hier werden die Menschen eher durch kalte, aber hocheffiziente Maschinenteile unterstützt. Zumindest bis zum Ende des Vorgängers Human Revolution. Bei dem wurden die mit mechanischen Accessoires Augmentierten durch einen Virus zu Amokläufern. Seitdem hat der Rest der Bevölkerung Angst vor einem neuen Angriff und sperrt die Augmentierten in Ghettos. In diesem feindlichen Umfeld versucht Hauptfigur Adam Jensen, selbst augmentiert, einen Terroranschlag zu untersuchen und gerät dabei in eine Verschwörung, die das Schicksal der ganzen Welt beeinflussen könnte. Das Coolste an Deus Ex sind neben der klugen Geschichte die Augmentierung von Adam Jensen. Die sind so vielseitig, dass wir sie komplett an unseren Spielstil anpassen können. Wenn wir gern mit der Tür ins Haus fallen, sorgen wir mit einem Hautpanzer für momentane Kugelsicherheit. Wenn wir lieber schleichen, macht uns eine ähnliche Schicht für einen kurzen Augenblick unsichtbar. Wie wir uns auch entscheiden, Mankind Divided macht einfach Spaß. Das Versprechen eines goldenen Zeitalters ist vorüber. Auch hier darf geschlichen werden. Dishonored 2 setzt die Geschichte von Schleichmeister Corvo Atano fort. Nur nicht zwangsweise mit Corvo. In Dishonored 2 ist Corvos Tochter Emily nämlich erwachsen und eine Kaiserin, die sich zu wehren weiß. Emily hat nämlich so einiges von ihrem Papa gelernt. Zum Beispiel, wie man seine Gegner heimlich, aber effektiv um die Ecke bringt. Und das ist auch gut so. Schließlich scheinen die Feinde in Dishonored nicht müde zu werden, die Krone anzugreifen. Nachdem im ersten Teil Emilys Mutter dran glauben musste, haben sie es jetzt auf Emily abgesehen. Um herauszufinden, wer für den Staatsstreich verantwortlich ist, müssen sowohl Corvo als auch Emily durch die düster schöne Welt schleichen, Informationen sammeln und Feinde ausschalten. So heimlich und kreativ wie möglich. Und ein leiser Tod in stiller Nacht passt ja auch irgendwie sehr gut zur besinnlichen Weihnachtszeit. Überlegen Sie es sich gut. Wenn Sie mich jetzt töten, sind Sie eine Attentäterin, so wie wir alle behaupten. Ja, dann sind Sie genau wie wir. Auch in Skyrim kommt Weihnachtsstimmung auf. Zumindest gibt es Schnee und jede Menge Kamine. Und das Met geht ohne Probleme als Glühwein durch. Aber Skyrim ist nicht nur Feiertagszeitvertreib. Skyrim ist Allgemeinbildung.
Seit seinem Erscheinen 2011 wurde das Spiel mit Auszeichnungen überhäuft und nur wenige Spiele werden so lange nach ihrem Release immer noch so passioniert gespielt. Konsolenspieler können mit der grafisch aufgehübschten Remastered-Edition Himmelsrand auch auf der neuen Generation erleben. Und auch PC-Spieler können die Überarbeitung problemlos installieren, ohne ihr eventuell mit Mods aufgehübschtes Ur-Skyrim zu verlieren. Und wer Skyrim bis jetzt noch gar nicht gespielt hat, holt es gefälligst mit der Remastered-Edition sofort nach. Und wenn es nur ist, um sehr viel Käse den Berg hinunterzurollen. Welches der Spiele ist euer Favorit? Und was schenkt ihr euch zu Weihnachten? Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare. Mehr Informationen zu aktuellen Rollenspielen findet ihr auch auf unserer Webseite games.de.